und ist in Skopje, Mazedonien, geboren. Sie kommt aus einer muslimischen Familie und kennt die erheblichen Probleme und Schwierigkeiten, die sich täglich eine Frau stellen muss. Ihre Herkunft ist ein Grund, wieso sie sich so sehr für Frauenrechte einsetzt und letztendlich eine der Mitbegründerinnen von Femen Germany ist. Liebe Sanne. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich bedanke mich recht herzlich bei dem Veranstalter, dass ich hier an so einer tollen Veranstaltung dabei sein darf und auch eingeladen wurde als Femen und unsere Organisation hier auch vorstellen darf. Zu meiner Person haben Sie ein bisschen was gehört. Ich bin auch die Mitgründerin von Femen Deutschland. Femen Deutschland wurde Mitte letzten Jahres gegründet, aber jetzt erstmal allgemein zu Femen. Was ist Femen? Femen wurde 2008 in der Ukraine gegründet, um die Staatsmacht bloßzustellen und in die Öffentlichkeit zu bringen, dass die angebliche Demokratie nur eine Fassade ist. Daraus ist nunmehr eine internationale, aggressive, aktive Frauenbewegung geworden. Femen fordert die Abschaffung des Patriarchats. Wir kämpfen für die Gleichberechtigung von Frauen und für die Freiheit aller Menschen. Unser oberstes Ziel ist, dass alle Menschen für sich selbst entscheiden können und niemand jemand anderem gehört. Wie jeder schon gesehen hat, protestiert Femen hauptsächlich mit nackten Brüsten. Wieso machen wir das? Tja, erstens, zuerst einmal wollen wir provozieren. Einfach indem wir das Signal senden, schaut her, hier passiert etwas anderes als eine normale Demo, wo man einfach nur mitläuft oder Flyer verteilt oder sowas. Zweitens, wichtiger ist aber, dass wir unsere Körper benutzen, um die Bedeutung des weiblichen, nackten Körpers zu verändern. Der weibliche Körper ist sonst immer nur Opfer und Objekt der Begierde. Indem wir protestieren und dabei stark und aggressiv und laut auftreten, verändern wir dieses Bild. Mit dem nackten Körper zeigen wir natürlich auch eine gewisse Verletzlichkeit. Wenn wir auf der Straße stehen, bei Minusgraden, wie jetzt vor kurzem in Hamburg, in der Herbertstraße, da haben wir gegen die Sexindustrie protestiert, richten sich die Blicke alle auf uns. Unsere Botschaft ist, wir sind nackt, damit ungeschützt, wir tragen keine Waffen, unser Protest ist friedlich. Und eigentlich haben wir nur nackte Brüste, obwohl das ja eigentlich schon sehr erschreckend ist heutzutage, scheinbar. Und natürlich ist es auch ein ganz einfacher Marketing-Trick. Ohne unsere Topless-Aktion würde sich doch überhaupt niemand für uns interessieren oder für das interessieren, wofür wir stehen. Zum Beispiel unsere Berlinale-Aktion zur Genitalverstümmelung, wo ein paar Mädels von uns die Berlinale richtig gestürmt haben. Ich weiß nicht, ein paar Wellen in den Nachrichten gesehen haben, da sind wir auch ein bisschen rumgeklettert auf den Gerüsten und alles. Aber dieses Thema Genitalverstümmelung betrifft uns auch in Deutschland sehr stark. Dieses Problem ist für viele hier irgendwie weit weg. Jedoch sehen wir uns sehr gezwungen, darauf aufmerksam zu machen, dass auch deutsche Frauen ins Ausland gebracht und verstümmelt werden und beschützt werden müssen. Und dass der Staat dagegen eigentlich nichts tut. Man kommt aber auch nicht nur drum herum, die Message auf unseren Brüsten zu sehen. Die Nacktheit und die Botschaft gibt es ja nur zusammen. Also, wer unsere Möpse sieht, der sieht auch die Botschaft. Mitte letzten Jahres haben wir Femen Germany gegründet und unsere erste Aktion war eine Solidaritätsbekundung, danke, mit den Frauenrechtsaktivistinnen in den arabischen Ländern. Wir bemalten unsere Körper mit schwarzer Bodypainting-Farbe und ließen nur einen Schlitz an den Augen frei. Wir wollten mit dieser Aktion ein Signal setzen, das lautet, ihr seid nicht allein. Wir wollten damit unsere deutsche Gesellschaft darauf aufmerksam machen, dass die Situation um die Rechte der Frauen in den islamischen Ländern schlimmer ist, als sich unsere westliche Gesellschaft denken kann.
Die Scharia basiert auf den Koran. Und schaut man sich an, was geschieht, wenn eine patriarchische Gesellschaft... Entschuldigung, ich hatte heute einen sehr langen Tag und es war doch sehr anstrengend. Ich habe es heute wieder Sprache. Auf religiösen Fundamentalitäten... Ich lasse es mit den Fremdwörtern. Trifft, so stellt man fest, dass es um die Rechte der Frauen stets schlecht bestellt ist. Frauen werden schnell sozial und rechtlich zu Menschen zweiter Klasse degradiert. Eine Bevormundung, zuerst durch den Vater und später durch den Ehemann, eine untergeordnete Stellung in Familien- und Erbrecht, die Verweigerung von Bildung und politischen Rechten, macht es Frauen nahezu unmöglich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das von Männern definierte Ideal zeigt eine Frau, die ihr Leben im häuslichen Bereich verbringt und sich ihrem Mann unterordnet. Ein aus Ägypten stammender Ausspruch beschreibt dies folgendermaßen. Eine gute Frau sieht man in ihrem Leben zweimal auf der Straße. Das erste Mal bei ihrer Hochzeit und das zweite Mal bei ihrer Beerdigung. Dabei scheint es sich bei den Männern herumgesprochen zu haben, dass sich die Unterordnung leichter bewerkstelligen lässt, je jünger und ungebildeter die Frauen sind. Kinderehen sind dementsprechend in einigen arabischen Ländern vollkommen legal. Auch bei der Frage, in welchem Alter ein Mädchen reif für Geschlechtsverkehr ist, wird das Mindestalter wie kürzlich im Iran unter Berufung auf den Propheten Mohammed, der die Ehe mit seiner Frau Aisha vollzog, als diese 9 Jahre alt war, gern noch herabgesetzt. So ist es nunmehr im Iran erlaubt, in bestimmten Fällen den Geschlechtsverkehr mit seiner Ehefrau durchzuführen, sobald diese das 7. Lebensjahr vollendet hat. Das Ergebnis kann man dann in den Krankenhäusern begutachten, in denen kleine Mädchen behandelt werden, deren Unterleib buchstäblich aufgerissen ist. Die traumatischen Folgen, die ein solcher früher Sexualkontakt im Allgemeinen bei den jungen Mädchen auslöst, kann sich jeder ausmalen. Ein weiteres Beispiel, das die geringe Wertschätzung von Frauen verdeutlicht, bietet Artikel 475 des marokkanischen Strafgesetzbuches, wonach ein Vergewaltiger nicht bestraft wird, wenn er sein Opfer heiratet. Für das Opfer bedeutet dies nicht selten eine Fortsetzung der Misshandlung und lebenslange Demütigung, denen einige durch den Freitod zu entgehen suchen. Die Männer in einigen arabischen Staaten lassen auch keinen Zweifel daran, dass ihrer Ansicht nach Frauen im öffentlichen Leben unerwünscht sind. Das sichtbare Symbol der Unterdrückung und Objektivierung der Frau ist die Vollverschleierung. Sie nimmt Frauen jegliche Möglichkeit, sich durch Mimik, Gestik auszudrücken, in der Öffentlichkeit zu essen oder zu trinken, sowie Sport- oder Freizeitaktivitäten durchzuführen. Der Schleier macht die Frauen als Individuen unsichtbar, verwandelt sie in gleichaussehende, wandelnde Stoffberge. Ursprung der Vollverschleierung ist der Gedanke, dass die Frau an sich eine sexuelle Versuchung darstellt, der Mann aufgrund seiner Natur nicht widerstehen könnte. Nun schreibt man aber nicht etwa den Männern vor, sich gefälligst unter Kontrolle zu halten, sondern man überträgt die Verantwortung auf die Frau. Verdecken diese ihre Attraktivität nicht in ausreichendem Maße, so sind sie letztendlich selbst schuld, wenn sie belästigt oder vergewaltigt werden. Das Opfer ihr zum Täter erklärt. Ist das nicht absurd? Die Antwort auf all diese frauenverachtenden sozialen und rechtlichen Normen muss lauten, dass weder Tradition noch Kultur oder Religion als Rechtfertigung für die Verletzung von Menschenrechten dienen dürfen. Frauenrechte sind keine Menschenrechte zweiter Klasse. Die westlichen Vertreter der Politik und des diplomatischen Korps legen bei dem Thema Gleichberechtigung allerdings oftmals eine gewisse Trägheit an den Tag und erwecken oft den Eindruck, als würden sie die Situation von Frauen als kulturelle Eigenart mehr oder weniger tolerieren. Häufig wird auch durch den Hinweis auf einige positive Beispiele die wahre Situation verschleiert und der Eindruck erweckt, dass es ja gar kein so langer Weg mehr bis zur Gleichberechtigung der Frau sei, gerade in den arabischen Ländern. Es gibt in den arabischen Ländern einige mutige Aktivistinnen, die sich gegen massive Widerstände vor Ort und unter Gefährdung von Leib und Leben für die Rechte von Frauen gegen die Scharia einsetzen.
Viel Unterstützung erhalten sie aber nicht. Daher ist es wichtig, dass die Menschen in aller Welt über ihre Lage informiert werden und dass solche Veranstaltungen auch weiterhin stattfinden und stattfinden können. Die Aktivistin und Bloggerin Alia Al-Mahid sagt Ihnen allen bestimmt etwas. Sie ist das nackte ägyptische Mädchen mit den roten Lackschuhen und der Schleife im Haar. Die ist auch zwischendurch in dem Video drin gewesen. Am 20. Dezember haben wir mit Alia eine gemeinsame Aktion in Stockholm vor der ägyptischen Botschaft durchgeführt. Alia stand nackt vor der Botschaft mit einer ägyptischen Fahne, hoch über den Kopf haltend. Bei dieser Aktion waren zwei Femen aus der Ukraine dabei. Dieses Datum haben wir gewählt, weil die zweite Runde der Wahlen in Ägypten stattfand und Alia und wir wollten gegen Religion, den Staat und die Scharia protestieren. Der Einsatz für Frauenrechte muss endlich auf die Prioritätenliste gesetzt werden, Hilfsprojekte an entsprechenden Bedingungen geknüpft und kein Zweifel daran gelassen werden, dass westliche Vertreter kein Verständnis für eine fehlende Gleichberechtigung von Frauen und Männern aufbringen. Wer glaubt, dass man sich in diesen Angelegenheiten aus Rücksicht auf örtliche Tradition kein Urteil erlauben oder sich nicht einmischen dürfte, der macht sich mitschuldig an jedem Verbrechen, das an Frauen und Menschen verübt wird. Die Frage, ob sich etwas ändern muss, wenn die Hälfte der Bevölkerung unter Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratung, Steinigung, Züchtigungsrecht und Vergewaltigung in der Ehe, Verweigerung von Bildung und jeglicher Teilhabe an gesellschaftlichen Entscheidungen leidet, ist dies keine Frage einer kulturellen Höflichkeit, sondern eine Frage, ob man seinerseits Frauen als Menschen betrachtet oder nicht.